So, herzlich willkommen wieder zurück zu meinem Let's Play von Master Quest. Wie man gesehen hat, hängt sich das Spiel jedes Mal auf, wenn man hier die Gerudo-Festung betritt. Ich musste also alles nochmal machen, also Anzahl der Rubine und Pfeile unterscheiden sich jetzt ein bisschen. Wir versuchen es einfach nochmal. Wir hoffen, dass es jetzt klappt. Na, es geht auch oben eigentlich nicht gleich so. Herzlich willkommen im Diebesversteck. So, jetzt müssen wir mit dem hier reden. Hey, Kleiner. Ich meine, ich schau hierher, in die Zelle. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befrei uns bitte alle. Aber sei vorsichtig, hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Hey, pass auf! Man den befreien. Man muss das nicht so mit Pfeilen machen. Kann man eigentlich mit dem jetzt reden? Oder ist das egal? Bist du hier, um mich zu retten? Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin John, der Zimmermann. Wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegerinnen anschließen. Aber dann haben sie uns eingesperrt. Weil wir Männer sind. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim. Diese Gerudos sind schrecklich ungehobelt. Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befreie sie bitte. So, also um nochmal darauf zurückzukommen. Man kann es auch ganz normal mit dem Schwert machen. Aber ich mache das eigentlich immer lieber mit Pfeilen. Weil die Gerudo-Kriegerinnen machen nämlich so eine komische Attacke. Ich werde sicherheitshalber, naja, speichern, nee. Speichern werde ich nicht, weil wenn der Part jetzt nichts wird, ist es blöd. Ich hoffe einfach, dass ich es nicht aufhängt jetzt. Und das hat anscheinend funktioniert. Okay. Tja. Was will die Navi eigentlich hier schon wieder? Verstehe ich nicht. So, hier ist bloß ein Herz drinne. Kommt man ja nicht irgendwie hoch. Doch. So, Pfeile können wir nicht immer gebrauchen. Gehen wir einfach mal hier raus, mal gucken, wo wir da rauskommen. In der Hoffnung, dass es sich nicht aufhängt. Ah, hier haben wir ein goldenes Skulptur-Symbol, das können wir uns eigentlich gleich mal holen. So, waren wir eigentlich hier unten schon? Mal schauen. Nö. Deswegen gehen wir mal hier runter. Hey, Kleiner, dich meine ich. Schau hierher, in die Zelle. Ich weiß zwar nicht... Okay, das ist derselbe Text. Ja, das ist derselbe Text, da lese ich den jetzt nicht nochmal vor. Und es geht weiter. Ja.
haben wir das ja auch gemacht. Allerdings haben wir jetzt keine Pfeile mehr. Jetzt müssen wir mal schauen. Das ist wirklich nett von dir, Kleiner. Danke für die Rettung. Ich bin Paul, der Zimmermann. Diese Frauen hier machen mir Angst. Ich bleibe lieber weiter Zimmermann, als mich ihnen anzuschließen. Ich kann jetzt kaum erwarten, wieder daheim zu sein. Zwei meiner Kumpels sind noch eingesperrt. Hilfst du ihnen? Nö, eigentlich ne. Ja, ich muss es machen. Ich bin ja nicht so. So, mal gucken, haben wir jetzt hier noch irgendwas zu holen? Nö, sieht eigentlich nicht so aus. Ein paar Pfeile wären vielleicht ganz gut gewesen, naja. So. Nach Hause gehen. Ah, jetzt können wir hier hochklettern. Mal gucken, ob das alles so richtig ist. Mal gucken, jetzt gehen wir mal hier reingucken. Ah, also das ist da. Da waren wir definitiv schon. Also jetzt mal hier rein. Mal gucken, ob sich's aufhängt. Nee, es funktioniert. Wir haben keine Pfeile mehr, aber wir sind jetzt gleich mal zwei Zellen. Nee, stimmt nicht. Ist nur eine. Es wäre schön, noch ein paar Pfeile hier zu finden. Das wäre richtig toll. Ich glaube, die Pfeile sind nie in solchen Krügen, sondern immer bloß in solchen Kisten. Aber auch hier sieht es leider schlecht aus. Da können wir uns jetzt bloß mit dem Pikoron-Schwert machen. So, bla bla blub, derselbe Text. So, wenn ab mit dem Pikoron-Schwert, in der Hoffnung, es klappt. Geht sogar ein bisschen schneller, juhu. So, zack, gehen wir hier rein, öffnen wir die Tür. Zack, und bitte, beginne. Danke, Junge, du bist super, ich bin George, der Zimmermann. Hast du unseren Chef gesehen? Er hat vielleicht Angst um uns. Ich muss sofort zu ihm. Einer von uns ist noch gefangen. Bitte hilf auch ihm. Ja, in der fünften Zelle war bestimmt der Chef. Der hat sich bestimmt selber befreit. Sonst war ja hier die Tür nicht offen. So, gucken wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Oh, das ist ja wieder eine sehr gute Position hier, muss man sagen. Hey, bleib wo du bist. Ach, jetzt hat sie uns erwischt, so ein Pech. Weichei, hinein mit dir und halt die Klappe. So. Gut. Wir hatten sowieso keine Pfeile. Wir schießen also hier ins Leere. Aber dennoch gibt es noch genau ein Bauarbeiter zu befreien. Da müssen wir jetzt den ganzen Weg nochmal gehen. Da habe ich eigentlich keine Lust. Deswegen machen wir das folgendermaßen. Wir machen das offscreen. Wir sehen uns wieder oben an der Stelle, wo ich eben war. Bis gleich, euer MDeck. Ciao.